Hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizons. Jetzt können wir endlich mit unserem lustigen Drill spielen. Yay! So, hier wird noch fleißig gemacht, gebastelt und wir sind gut voll. Das ist schön, deswegen stelle ich mal das Drum hier hin. Mit Biodiesel, yay! Kann hier nicht weitergemacht werden. Wunderbar. So, jetzt brauchen wir einen Drillkopf für unseren Drill und vielleicht ein paar Upgrades. So, und zwar Drill. Es gibt auch diesen anderen Mod hier. Der ist auch ganz cool. Redstonic. Redstonic heißt er so? Ich glaube, ja. Der ist drilltechnisch auch ganz gut, aber ich will auf jeden Fall erstmal den Drill von Immersive Engineering ausprobieren, weil der einfach cooler ist. Ja. So, okay. Also, dann brauchen wir für das Ding. So, was haben wir denn hier für einen Drillkopf? Wir haben immer Steel Drill Head. Steel wäre natürlich super. Also zwei Stahlblöcke und ein bisschen Stahl. Also Stahl quasi. Dip, 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 dip. Eins, zwei. So. Easy. So, können wir die zusammen craften? Brauche ich dafür mal eine lustige Bench? Das kann sehr gut sein. Kann ich? Wenn ich hier Shift rechts klicke? Nein. Kann ich denn? Nein, okay. Wo ist dieses lustige Bänkchen? Da, Engineering's Workbench. Könnte sein, dass dies ist. Aha. Jawohl. Gut, jetzt haben wir Drill Head. Und wir können auch drei Upgrades reintun. Fragt sich, welche? Wir haben hier Allows the Mining Drill to operate underwater. Unwichtig. Increases the Digging Speed of the Mining Drill. Oder Increases the Attack Damage of the Mining Drill. Increases the Internal Tank Size of the Mining Drill. Okay. Sonst noch was? Das ist ein Bajonett. Nein. Gut, also wir haben die drei, die Sinn machen. Ich weiß nicht, will ich einen Tank drin haben? Ich würde sagen, Speed ist wichtig. Plant Oil Buckets. Zwei Stück jeweils. Okay. Wie viele Buckets habe ich denn so am Start? Eins, zwei, drei, vier. Nehmen wir mal. Plant Oil. Die kriege ich auch so raus, wa? Nein? Mist. Bist du voll? Ich glaube schon, ja. Oh, perfekt. Wenn ich die hier rein tue, kann ich, wenn ich noch ein bisschen Seeds raushole, habe ich dann irgendwas da, was ich umwandeln kann? Irgendwie nicht. Okay. Hier wird fleißig gearbeitet. Oh ja. Sehr, sehr schön. Nehmen wir mal hier ein Stack Gold. Und das gibt ordentlich Hempseeds. Aber hey, wir haben es ja. Mein Gott. Kannst du mal ein bisschen raushauen. So. Das gibt Plant Oil ohne Grenzen. Juti, dann kann ich daraus nochmal ein paar Äpfel holen. Ne? Hier, komm. Eine günstige Variante zum Fermenten. So, Delay. Einmal. Vier Stück. Hatte ich nicht noch einmal hier drin? Jawollo. Drei. Perfekt. Supi. So. Dann lass uns unseren coolen Drill aufwerten. Und zwar Stahl und Iron. Mechanical Dingsbums. Eisen. So. Wie viel brauche ich davon? Einen jeweils. Also, das reicht eigentlich schon. Dann Buckets. Und Eisen.
Eins, zwei, so, drei. Schön, die kann man zum Glück auch immer wieder austauschen. Ach, guck mal, es wird sogar gerendert. Ach, ist das hübsch. Das ist ja super hübsch. Ah, es geht nur einer. Ah, oh, das ist schade. Gut, dann nehmen wir noch den Tank, ne? Zwei leere Buckets. Rose Red, okay. Habe ich noch Blümchen hier irgendwo rumfliegen? Nö, wir können ja ins Pflücken gehen. Ha, ha. Apples. Lass das, mein Freund. Ups, du sollst das schön behalten. Okay. Rosenrot. Mein Eimer. So, Eimer. Nee, warte mal. Rosenrot, Eimer, Stahl. Nein. Oh, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Passt schon. So viel Rosenzeugs brauchen wir ja auch nicht insgesamt. Ah, so, rote Farbe. Ein... Das ist das falsche Teil. Schön. So, hier. Dann das. Dann da die Eimer. Und da Stahl. Vielleicht nicht ganz so viel Stahl. Ja. Large. Tank. Und was noch? Attack. Brauche ich jetzt nicht so dringend. Denn. Nice. Ja, kann man noch. Kann ich noch einen zweiten? Ah, ist doch egal. Erstmal füllen lassen und was essen nicht vergessen. Steak. Nom nom. Und alle hopp. Vielen Dank, vielen Dank. Dann gehen wir damit mal drillen. Da habe ich jetzt voll Bock drauf. Ab in den Boden und ab zum Drillen. Hui. Yeah. Wir drillen mal. Hier zum Beispiel. Ah, wird sogar angezeigt, wie viel. Oh. Wie viel? Also ein einfaches 3x3. Nice. Habe ich? Torches? No. Schade. Wo kommen diese Löcher hierher? So. Okay, ich brauche erstmal Fackeln. Dich nehme ich mit. Wow, es laggt. Das ist nicht sehr schön. Und dich gehe ich mal einspeichern für Fackelchen. Auf jeden Fall laggy geworden hier inzwischen. Die ganzen Maschinen, die wir so rumfliegen haben. So irgendwie kein Wunder. Okay, Fackel. Die auch erstmal weg. Ja, hier ist Chaos. Chaos pur. Nicht cool. Nun denn. So, Fackel ist drin. Gut. Torchi. Ach, Kacke. Haben wir hier irgendwas? Ja. Okay. Sortieren. Und weitermachen. Schubs. Okay, also der Drill ist schon ziemlich cool, ja. Schon ziemlich sehr cool. Muhaha. Gehen wir nach unten. Oh. Hier ist das Öl frei. Warum ist das... Ölfrei? Warum? Ist das... Ach, wegen den Erzen, die aus der Wand geholt werden von meinem Digital Miner. Natürlich! Das macht absolut Sinn. Was bist du denn? Jetzt haben wir noch lustige Ohren hier rumfliegen, die mir gar nichts sagen. Das ist Amethyst. Nehmen wir mit. Oh.
keinen falschen Fehler machen hier. So. Drilly drill. Bam, 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 bam. Oh Gott. Das war vielleicht so ein kleiner Fehler. Oh. Nein, nicht ihr, sondern... So schon eher. Ja. Nun denn. Zum Letzter noch mitnehmen. Kann ich schaden. Ne. Oh. Stop it. Okay. Okay. Können wir hier noch ein bisschen durchdrillen? Ich hab Bock zu drillen. Aber Fackeln wären auch nicht so schlecht. Hm. Okay, okay, okay. Ach, wir können auch mal demnächst ein bisschen Öl abpumpen, genau. Und das mal verarbeiten. Das wäre auch eine Idee. Stimmt. Das könnten wir tun. Ich weiß gar nicht, wie man hier am besten Öl verarbeitet. Oh Gott, so viele Creepers. Kommen die da her? Gucken wir mal. Oil. 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 Einfach Oil. Wie kann ich Oil weiterfahren? Created Oil? Nein, normales Oil. Oil, Oil halt. Gibt kein normales Oil? Plant Oil? Die Frage ist nämlich auch, woher ist es? Ach, wir könnten mal vielleicht ein Eimerchen nehmen und testen, woher es ist. Das ist wieder eine Hexe. Oh, die hätte ich gerne für meinen Altar da drüben. Die sind nämlich super für den Well of Suffering. Nun denn. Oh wow, hier wird schon wieder langsam ziemlich voll. Hm. Okay, Doki, einmal kurz entleeren hier das Ganze. Du und Slime Balls. Können wir mal einspeichern. Hab ich auch noch gar nicht gehabt. Sehr schön. Okay, Knochen kannst du auch haben. Was holen wir dafür da raus? Ich weiß es gar nicht. Wie wäre es mit Gold? Und, Andy-Perlen? Egal. Gold wegpacken. So. Und ein Bucket Öl wollte ich da rausholen. Oh Gott. So viel Creeper wieder am Start. Das ist nicht gut. Ich nehme die Hintertür. Und fliege meinen Weg. Kommen die ganzen Creeper her. Schnell weg. Schnell weg. Oh. So, was haben wir denn jetzt hier für ein lustiges Zeugs? Gibt's hier keinen Source Block? Das verwirrt mich jetzt. Ey. Lass das. Hä? Was soll das bitte schon sein, wenn es nicht wirklich existiert? Das verwirrt mich ein bisschen. Wo hatte ich noch Öl gehabt eigentlich? Hm. Gehen wir mal oben lang und gucken, ob wir uns da durchbuddeln können irgendwie. Dann nehmen wir... Kurz ein bisschen Platz machen. So, jetzt aber hier, ne? Nein? Nein? So gar nicht? Oh, es existiert irgendwie gar nicht. Was soll es denn sein? Dafuk? Ich bin etwas sehr verwirrt. Ich
Flüssigkeit, die da ist, aber nicht existiert. Das ist interessant. So. Bist du vielleicht in ein Gas, wenn du nicht flüssig bist? Gas fliegt ja nicht auf dem Boden um. Was bist du? Wisst ihr, was es ist? Ich weiß es nicht. Es sieht aus wie Öl, aber es ist kein Öl. Es ist irgendwas. Irgendwas, was man nicht einfangen kann. Komisch. Hm. Nun denn, vielleicht google ich noch mal ein bisschen oder ihr sagt mir, was es sein soll. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.